Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich wollte heute mal über ein Thema reden, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich es irgendwie noch nicht so wirklich auf YouTube gesehen habe und wo ich mich so an sich voll interessiere für das Thema. Und ja, deshalb wollte ich dafür eine kleine Einführung geben. Und zwar geht es um so Tarot oder Tarotkarten, weil ich habe mir recently ein Tarotkarten-Set gekauft, weil ich irgendwie das Thema an sich voll interessant finde, aber habe auch schon vorher irgendwie so geguckt, ob es da so irgendwelche Einführungsvideos oder so auf YouTube oder sonst wo gibt, und das gab es irgendwie meiner Meinung nach nicht so richtig oder so halbwegs oder zumindest auf jeden Fall auch nicht auf Deutsch. Genau, deshalb mache ich dieses Video jetzt, weil ich das Thema irgendwie so Tarotkarten so an sich voll interessant finde. Und wenn irgendjemand, der hier zuguckt, auch so ein bisschen in das Thema reingehen möchte oder sich mehr damit beschäftigen möchte, dann ist das das richtige Video. genau, also ich werde einfach ich werde einfach heute mal so ein bisschen vorstellen, worum es da eigentlich so geht, oder auch für Personen, die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben, ist das Video vielleicht auch interessant, was das so ist, wie das funktioniert. Und ja, let's start. Also, wie ich gerade eben hier schon gezeigt habe, habe ich mir so ein Tarot-Set, ich glaube, bei Thalia oder so gekauft, mit halt Karten, obviously. Und dabei ist halt auch noch so ein Buch, wo halt die ganzen verschiedenen Bedeutungen drin stehen und so weiter. Und ich werde auch später noch bestimmt ein paar Karten zeigen. Ich finde, die sind irgendwie, dann kann ich euch ja einmal zeigen, die sind irgendwie so richtig süß gestaltet. Und ja, genau, jetzt werde ich einfach erstmal ein bisschen was über die Karten so erzählen, und auch über welche Legesysteme und bla bla, was es alles gibt. Genau. Also, bei den Karten, die sind in vier Kategorien aufgeteilt. Es gibt einmal die große Arcana, das sind so Karte 0, fängt glaube ich bei der Karte an, die heißt irgendwie der Narr oder so. Genau, also es sind die Karten von 0 bis 22. Das ist die erste Kategorie, und dann gibt es noch die kleine Arcana. Das sind die anderen, nein, schon gar nicht, es gibt fünf Kategorien, ich habe mich gerade versprochen. Sorry, ich habe hier gerade meine Notizen, wie immer. Genau, es gibt fünf Kategorien. Und einmal die erste Kategorie ist die große Arcana. Das sind, genau, wie gesagt, 22 Karten. Und dann gibt es noch die kleine Arcana mit vier Untergruppen. Und das sind einmal die Stäbe, Münzen, Schwerter und Kelche. Also so heißen die Untergruppen, und bei den Untergruppen ist es halt nicht so wie bei der großen Arcana, das einfach von Karte 0 bis 22, sondern da geht es halt immer von irgendwie Ass, also Ass der Stäbe, bis 10 oder Ass 2, 3 und so weiter und so fort, also wie halt bei einem normalen Kartenspiel so, bis 10, und dann gibt es glaube ich Page, Ritter, Königin und König, also halt so ähnlich wie beim normalen Kartenspiel, und das ist halt sowohl bei den Münzen, Schwertern, Stäben, Kelchen so aufgeteilt, und das sind dann halt die vier Untergruppen. Das sind 56 Karten, das ist halt die kleine Arcana. Genau, und die große Arcana, ich werde auch gleich nochmal irgendwie Beispielkarten oder so zeigen, sind halt irgendwie eher so, oder heißt es zumindest, habe ich vorhin ein bisschen recherchiert, heißt es so, dass es eher so tiefergreifende Botschaften sind, und bei der kleinen Arcana sind es eher so, ja, ist es halt das mit dem Page, der König, also sind es eher so alltäglichere Botschaften, wenn man versteht, was ich meine. Genau. Und außerdem zu kleinen Arcana wollte ich noch sagen, dass die ganzen Gruppen, also die vier Untergruppen, jeweils für die vier Elemente stehen, also die Botschaften, kann ich einfach sagen, welche Elemente. Die Stäbe stehen für Feuer, die Schwerter stehen für Luft, die Kelche stehen für Wasser und die Münzen stehen für das Element Erde. Und genau, also das Element Feuer, die Stäbe, beziehungsweise die Botschaften, die die
Stabkarten, also über die Karten der Kategorie Stäbe haben, sind halt, ja, werden, können halt assoziiert werden mit den, mit dem, wofür das jeweilige Element dann immer so steht. Also zum Beispiel bei Feuer ist es ja eher so, steht eher so für Tatendrang oder so Leidenschaft. Und genau, also bei den Stäben sind die Botschaften eher so in Richtung Tatendrang. Besser kann ich es irgendwie gerade nicht erklären, aber genau, bei den Schwertern, also bei dem Element Luft, ist es eher so, dass es mehr so mit Wissen zu tun hat und mit Logik und Vernunft und so. Beim Wasser, also bei den Kelchen, geht es dann eher so um Gefühle und Intuition oder so Instinkt, also die Botschaften. Und bei den Münzen, also bei dem Element Erde, ja, das steht halt so für Bodenständigkeit und Sicherheit. Da sind eher so, das sind eher Botschaften, die so in die Richtung gehen. Genau. Dann würde ich sagen, genau, komme ich jetzt mal zu den Legesystemen. Also es gibt bestimmt noch viele weitere Legesysteme. Also es ist wirklich jetzt nur so ein Anfänger-Einführungskurs. Ich kenne mich damit auch noch nicht so genau aus. Ich habe auch noch so nicht so mega viel Erfahrung, aber ich dachte einfach, ich teile mal hier meine Erfahrung so ein bisschen. Und zwar gibt es in dem Buch, was ich jetzt genau mir hier mit den Karten gekauft habe, das hier, gibt es vier Legesysteme, nee, ich glaube fünf Legesysteme, Entschuldigung. Und zwar gibt es einmal das Legesystem, das heißt irgendwie so klassischer Impuls. Da legt man halt einfach so drei Karten und es ist einfach so, wenn man irgendwie nicht genau, wenn man jetzt nicht so eine genaue, keine Ahnung, Frage an die Karten hat oder man nicht so genau jetzt irgendwas Bestimmtes für sich so entschlüsseln möchte oder wie auch immer man die Karten benutzt. Also ich persönlich, das genau, das kann ich ja auch nochmal ganz kurz dazu sagen, benutze die Karten nicht in dem Sinne, um vielleicht so meine Zukunft vorherzusagen. Ich meine, ich judge das nicht, wenn manche Leute das machen oder manche Leute können das bestimmt auch, aber ich persönlich will jetzt nicht in meiner Zukunft damit vorhersagen, sondern eher so einfach, ich finde, das ist irgendwie so ein, wie erklärt man das? Also, dass man so auf psychischer Ebene manchmal, also weil ich auch ein sehr visueller Mensch bin, wenn ich so Bilder sehe, dann connectet das irgendwas in meinem Unterbewusstsein und dann kommen da Sachen hervor, die ich so bewusst irgendwie nicht so wahrgenommen habe. Und ich finde das bei den Tarotkarten tatsächlich auch so. Also wenn ich irgendwie eine Frage habe oder keine Ahnung, wenn ich irgendwas, ich weiß nicht gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, aber wenn ich irgendwie über eine Sache in meinem Leben unschlüssig bin, dann frage ich halt so die Karten mäßig und die Karte, die ich dann halt ziehe, das ist oft so, dass ich dann denke, okay, dieses Schlüsselwort, das bringt mich jetzt irgendwie da in dem Sinne so weiter. Also, oder wenn ich das Bild auf der Karte angucke, dann macht es da irgendwie manchmal so Klick. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also ich benutze das eher so, um sozusagen irgendwie mein Bewusstsein oder so, dass meine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Genau. Und das finde ich irgendwie, ja, funktioniert bei mir persönlich zumindest ganz gut. Genau. Aber jetzt nochmal zu den Legesystem, also es gibt einmal, wie gesagt, das erste Legesystem ist so dieser klassische Impuls. Das ist einfach, dass man drei Karten legt, wenn man jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Frage hat, sondern wenn man einfach mal irgendwie so ein bisschen sich mal vielleicht so jeden Tag irgendwie Tarotkarten legen möchte, um sich mit seinen neuen Karten irgendwie dann so ein bisschen besser auszukennen, kann man das einfach machen. Und dann steht hier in diesem Buch, also ich kann es ja einmal ganz kurz vorlesen, steht hier, dass die erste Karte dafür steht, oder bei der ersten Karte könnte man fragen, so ja, was ist gerade irgendwie der Sinn meiner aktuellen Situation, um was geht es gerade für mich, was ist die Absicht meiner aktuellen Situation. Die zweite Frage ist, wohin sollte ich meinen Fokus oder meine Energie im Moment lenken? Und die dritte Frage, so was ist die Nachricht, also wenn man daran glaubt, oder was ist die Nachricht vom Universum oder von, keine Ahnung, woran auch immer man glaubt, also von Gott. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran, oder keine Ahnung, was ist eine Botschaft vom Leben, wenn man nicht an irgendeine höhere Macht glaubt. Also sowas, das ist halt der erste, der klassische Impuls, was einem jetzt irgendwie nicht
unbedingt in einer, also man muss nicht unbedingt immer eine bestimmte Situation haben, um Karten zu legen, sondern man kann auch einfach so ein Legesystem nehmen. Genau. Das zweite Legesystem, was hier in diesem Buch ist, heißt Entscheidungshilfe. Ich glaube, das ist ja schon relativ selbsterklärend. Das funktioniert so, dass man halt, wenn man sich zwischen zwei Dingen nicht entscheiden kann, auch wieder das System so mit drei Karten. Man legt drei Karten. Die erste Karte steht für Option 1, die zweite Karte steht für Option 2 und die dritte Karte steht oder soll einem dabei helfen, sich zwischen einem dieser beiden Dinge zu entscheiden. Und das finde ich tatsächlich sehr hilfreich. Also, das habe ich auch schon ausprobiert und das finde ich ganz gut. Genau, also das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, ist auch relativ einfach zu legen. Dann kommen wir jetzt zu den etwas komplizierteren Legesystemen, von denen ich tatsächlich auch noch nicht alle ausprobiert habe. Aber es gibt nämlich einmal noch, muss ich einmal finden, genau, es gibt einmal noch ein Beziehungstarot, das sieht so aus, also man das jetzt hier so ein bisschen erkennen kann. Da legt man sechs Karten und stellt sich sechs Fragen. Ich kann ja einfach mal vorlesen, für was welche Karte steht. Und zwar die erste Karte steht hier, beschreibt, was die, also man, beim Beziehungstarot nimmt man sich halt die Beziehung, die man mit einer anderen Person hat, muss jetzt nicht unbedingt der Partner sein, aber oder Partnerin, aber nimmt man einfach so eine Person, mit der man gerade in irgendeiner Art von Beziehung steht und fragt, also die erste Karte, was ist meine Rolle in unserer Beziehung oder wer bin ich in dieser Beziehung? Die zweite Karte, welche Rolle nimmt die andere Person in unserer Beziehung? Oder die zweite Karte geht halt um die Bedürfnisse oder die Träume oder die Rolle der anderen Person in der Beziehung. Die dritte Karte beschreibt, was beide Personen gerade in dieser Beziehung brauchen oder was für diese Beziehung im Moment wichtig ist. Die vierte Karte beschreibt, welche äußeren Umstände die Beziehung gerade beeinflussen. Das kann, was weiß ich, Arbeitsumfeld sein oder, keine Ahnung, Freunde sein oder irgendwie sowas. Oder einfach alles, was außerhalb dieser Beziehung beide Personen beeinflusst. Oder man kann auch fragen, steht hier, welche externen Dinge gerade der Beziehung helfen können, wenn man vielleicht in der Beziehung durch eine schwierige Phase geht. Das finde ich auch ganz interessant, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Die fünfte, war ich schon bei der fünften? Ja, die fünfte Karte sagt, was ist die Lernaufgabe, die man gerade in der Beziehung braucht oder hat. Und die sechste und letzte Karte soll halt darstellen, okay, was brauchen beide Personen jetzt gerade oder was ist wichtig, um in dieser Beziehung voranzukommen oder was können beide Personen als nächstes tun. Ja, das ist ein bisschen komplizierteres Legesystem, aber das finde ich auch super interessant. Ich glaube, das kann man vielleicht vor allem, ist es vielleicht ganz gut, wenn man so gerade in einer Krise mit einer Person steckt und das vielleicht zusammen macht, kann ich mir vorstellen. Weil das wieder auch so, finde ich, neue Impulse gibt, über die man vielleicht vorher noch gar nicht so nachgedacht hat oder irgendwas aus dem Unterbewusstsein rausholt, was man bewusst vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hat. Naja, auf jeden Fall als nächstes Legesystem haben wir das Berufstarot. Das habe ich auch neulich gemacht. Das sieht so aus. Das habe ich auch neulich gemacht und das finde ich auch voll interessant. Da legt man halt auch wieder sechs Karten und ja, die erste Karte sagt irgendwie so, ja, was irgendwie die Bestimmung für einen selbst ist oder was der höhere Sinn der beruflichen Laufbahn von einem selbst ist. Die zweite Karte sagt, welchen Herausforderungen man sich aktuell stellen soll. Die dritte Karte sagt, also ist so sehr Stärken fokussiert, welche Stärken man vielleicht wieder ausbauen soll oder auf welche Stärken man sich gerade verlassen kann oder welche Stärken man vielleicht auch übersieht. Und die vierte Karte, ja, sagt irgendwie sowas, wo man am besten gerade Hilfe bekommen kann oder wer einem jetzt in der jetzigen Lebenslage am besten helfen kann oder wo in welchem Lebensbereich man einfach Unterstützung braucht. Die fünfte Karte sagt aus, muss ich ja parallel mal lesen, deshalb, was man gerade verändern kann. Oder bei der fünften Karte geht es halt sehr viel darum, irgendwie um Veränderungen oder in welchem Bereich Veränderungen aktuell in seinem Leben oder in meinem Leben besonders wichtig ist. Und die letzte Karte sagt aus, wohin
einen das alles führt oder was einen in Zukunft erwarten könnte. Das ist, glaube ich, wieder, schreibt die Autorin jetzt hier auch, dass es jetzt nicht so ist, dass man davon erwarten kann, dass einem die Zukunft vorhergesagt wird, sondern einfach so, ja, welche Herausforderungen könnten einen noch so erwarten oder so. Und das finde ich persönlich auch sehr gut. Also, das habe ich, wie gesagt, auch schon ausprobiert. Und das letzte Legesystem, was hier noch gibt, ist das Jahrestarot. Das hat tatsächlich 13 ja, Karten. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen lange vorzulesen, aber man kann das entweder so nehmen, oder ich glaube, da gibt es sogar tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann für jede Karte irgendwie eine Frage stellen, oder man kann es halt so nehmen, dass für jede Karte, für jeden Monat irgendwie man sich eine Karte legt und so. Genau, das waren die verschiedenen Legesysteme. Genau. Und ich persönlich, genau, ich wollte noch dazu einmal sagen, ich werde dir gleich auch nochmal irgendwie ein paar Karten zeigen oder wie diese aussehen, weil ich finde die echt richtig süß gestaltet. Das nächste, was ich einmal so ein bisschen ansprechen wollte, wie gesagt, wenn Personen nicht so in das Universum oder irgendwie sowas glauben, dann ist das voll okay. Man kann es auch nutzen, wenn man es nicht irgendwie gläubig ist oder nicht an irgendwie, keine Ahnung, eine höhere Macht glaubt oder so. Aber also die Person, die das Buch geschrieben hat, schreibt irgendwie auch sehr viel darüber, dass ja, es wichtig ist, dass irgendwie so die Energie von einem selber so sich irgendwie mit den Karten verbindet, wenn das Sinn macht, was ich sage. Das ist bei mir auf jeden Fall auch so, dass ich daran so glaube, also an so Energie und Universum und alles. Darüber kann ich auch nochmal ein separates Video machen. Genau, das wollte ich noch einmal kurz dazu sagen, dass ich auch persönlich das so sehe, dass man erstmal so ein bisschen braucht, bis ich irgendwie so seine Energy mit den Karten so connected hat. Aber wie gesagt, das ist nur persönlich, woran ich glaube. Daran muss jetzt niemand anderes glauben, wenn man das nicht tut. Genau, das wollte ich noch einmal kurz dazu sagen. Und ja, wie gesagt, ich nutze diese Karten tendenziell auch eher mit diesem psychologischen Aspekt, also dass man irgendwie so sein Unterbewusstsein vielleicht durch Bilder und durch bestimmte Schlagworte so ein bisschen anspricht. Genau, das war jetzt noch mein letzter Punkt, dass ich noch einmal sagen wollte, dass man die Karten jetzt sich nicht zu 100% darauf verlassen kann, sondern vielleicht erstmal nicht so am Anfang für andere legen. Also ich habe das inzwischen tatsächlich schon einmal getan, so für eine andere Person Karten zu legen. Und diese Person war auch zufrieden damit, was ich sehr schön fand. Aber vielleicht am Anfang erstmal, wie gesagt, so ein bisschen seine Energie irgendwie mit diesen Karten so matchen und irgendwie erstmal für sich selbst so jeden Morgen irgendwie eine Karte ziehen oder so und sich auch nicht zu 100% auf diese Karten verlassen. Wie gesagt, die können jetzt nicht die Zukunft sagen, sondern sind meiner Ansicht nach einfach nur dafür da, so ein bisschen, oder schreibt auch die Autorin in diesem Buch, einfach so ein bisschen, um ja, sich so mit seinem Unterbewusstsein zu connecten oder irgendwie so Impulse zu bekommen für den Tag oder bei verschiedenen Sachen vielleicht eine andere Sichtweise zu bekommen. Und ja, was ich noch sage, genau, also sich erstmal so ein bisschen am Anfang, wenn man sich gerade ein neues Tarot-Set gekauft hat und sich vielleicht deswegen auch dieses Video anguckt, sich erstmal so ein bisschen mit seinen Karten vertraut zu machen und zu gucken, okay, wie benutze ich die Karten oder wofür möchte ich die Karten benutzen oder wie funktioniert das alles und was bedeuten die einzelnen Karten, genau, und so weiter und so fort. Und was ich am Ende nochmal sagen wollte, bevor ich irgendwie mal vielleicht so ein paar Kartenbedeutung vorlese oder vielleicht ein paar Karten zeige, war, oder nein, nicht war, sondern ist, irgendwie habe ich heute eine Wortfindungsstörung, ist das, wie man die Karten interpretieren kann, weil, was ich ganz gut finde, tatsächlich, hat die Autorin hier in diesem Buch auch so gemacht, sie hat das so aufgebaut, dass man bei verschiedenen Karten, also zum Beispiel das hier ist eine Karte, wenn man das sieht, das heißt die Welt. Und sie hat das so aufgebaut, dass sie erstmal so drei Schlagworte nennt, wofür die Karte steht.
Dann die Bildsprache, also was es für Symbole es auf der Karte gibt und so weiter und so fort. Und ja, einfach so ein bisschen die Bildsprache beschreibt oder was das Bild aussagt. Dann kommt eine mögliche Interpretation, wo sie halt einfach von ihrer Sicht aus beschreibt, ja, wie man die Karte interpretieren kann oder wofür das alles steht und was die Karte basically aussagen soll. Dann kommen hier noch ein paar Fragen, die die Karte vielleicht aufwerfen könnte. Und ich finde es auch gut, dass sie da immer so verschiedene Sichtweisen nimmt und nicht nur sich auf eine Interpretation so festlegt und sagt, so die Karte bedeutet das und das und sie könnte dies bedeuten oder das bedeuten. Oder es geht eher so in die Richtung. Und auch bei den Fragen sind so sehr oder immer so 4 bis 6 verschiedene Fragen. Das finde ich sehr gut. Und dann hier am Ende ist noch so nächste Schritte. Da sind immer meistens 3 so nächste Schritte. Also sozusagen, wozu einen diese Karte motivieren soll oder was man als nächstes tun kann, wenn man diese Karte gezogen hat. Ja, und das finde ich sehr gut aufgebaut, wie sie das gemacht hat. Und genau, was ich gerade noch zur Interpretation sagen wollte, ist, dass man sich nicht zu 100% so darauf verlassen soll, was da genau in dieser Interpretation steht, sondern ich hatte auch schon ein, zwei Mal, dass ich irgendwie so Karten gezogen habe, wo ich dachte, okay, damit kann ich so ein bisschen was anfangen, aber das finde ich passt jetzt nicht so wirklich auf meine Situation. Und auch wenn man irgendwie so eine schlechte Karte sozusagen gezogen hat oder eine Karte, mit der man nicht zufrieden ist, eigentlich finde ich, es gibt keine, oder eigentlich gibt es keine schlechten Tarotkarten, aber es gibt halt schon Karten, die einem vielleicht manchmal etwas offenlegen, was man jetzt gerade in der Situation nicht so gerne hören wollte. Und wenn man irgendwie so eine Karten bekommt, dass man sich dann nicht so davon runterziehen lässt, weil wie gesagt, es sind, ja, es ist nicht so zu 100% so, dass alles, was in dieser Interpretation steht oder alles, was die Karte aussagt, so auch auf einem selber zutrifft, sondern es soll einfach nur so ein bisschen zum Denken anregen. Und das wollte ich nochmal sagen zum Thema richtig interpretieren, weil man einfach nur das, was man da mit rausnehmen kann, mit sich da irgendwie rausnimmt oder so drüber nachdenkt und den Rest einfach, der einen nicht so anspricht, einfach so lässt und sagt, okay, es trifft gerade in meiner aktuellen Situation einfach nicht auf mich zu. Genau, das wollte ich dazu noch einmal sagen. Ja, und dann kann ich einfach mal irgendwie so als Beispiel so ein paar Kartenbedeutungen vorlesen. Ich finde auch, oder vielleicht mal so ein paar Karten zeigen. So, das ist zum Beispiel eine von diesen Kelchkarten, so sind die aufgebaut. Oder es gibt hier, ich finde, die sind richtig süß designt. Es gibt hier auch, das sind so die, ich muss einmal ganz kurz mischen. So, es gibt hier auch die Stäbe. So sind die aufgebaut, also das jetzt 9 der Stäbe. Und es gibt noch die Schwerter. Die sind so, also natürlich hat jede Karte ein verschiedenes Design. Und die Münzen, habe ich die schon gezeigt? Ne, die Kelche habe ich schon gezeigt, genau. Also Stäbe, Schwerter, Münzen und Kelche. Und was ich am Anfang noch gesagt habe mit der großen Arkana, die nicht zu den Untergruppen gehört, das ist ein Beispiel dafür, ist zum Beispiel so eine Karte. Also es steht einfach hier ganz oben, wenn man das so sehen kann, steht hier so eine Nummer. Das ist jetzt, also so eine lateinische Nummer, genau. Das ist jetzt 17, oder? Ja, doch. Der Stern, ist schon ein bisschen leer, dass ich Latein hatte. Aber genau, das stehen hier oben immer so lateinische Nummern und bei den anderen Karten stehen hier unten halt immer so, genau, die Nummern. Ja, also das sind die Karten von der großen Arkana von 0 bis 22. Die haben halt so einen weißen Rand und die anderen Karten haben halt farbigen Rand. Genau. Also ich kann jetzt einfach mal so ein paar Karten irgendwie so ziehen. Zum Beispiel diese Karte hier heißt König der Kelche. Und dann kann ich einfach mal kurz die Interpretation vorlesen. Was ist denn jetzt? So. Moment, da mal kurz suchen. Genau, also so in dieser, übrigens, was ich auch noch mal ganz kurz dazu sagen wollte, in diesen Karten, das ist immer so mit Female und oder Feminine und Masculine Energy. Das hat jetzt nichts mit Geschlechtern zu tun, sondern einfach darin, dass jeder Mensch oder zum Beispiel Yin und Yang,
oder dass jeder Mensch halt so diese beiden Energien irgendwie in sich hat. Und diese Karte ist zum Beispiel jetzt so eine Masculine Energy Karte, wie halt so König auch schon sagt. Und hier steht halt genau das Element Wasser wieder. Und die Schlagworte für diese Karte halt sind so Weisheit, Väterlichkeit und Diplomatie. Genau, ich kann einfach mal vorlesen, was das so bedeutet. Das, ja, hier einfach, genau, hier einmal die Bildsprache, also so, dass der Kelch ist nun am Ziel angekommen, die Hand, die ihn schon zu Beginn gehalten hat, umfasst ihn immer noch sicher. Mit diesem Fundament können wir weise, diplomatische und königliche Entscheidungen treffen. Bei keinem anderen König ist der Mond so wichtig wie bei diesem, denn die Kelche stellen die größte Verbindung zu unseren Gefühlen dar. Genau, hier auch wieder die Beschreibung der Bildkarte, also hier ist unten rechts in der Ecke, wenn man das hier sieht, ist halt so ein Mond, also das hat die Autorin da auch noch genau mit eingebracht. Jetzt kann ich einmal ganz kurz die Interpretation vorlesen. Die höchste aller Kelchkarten stellt den Zustand dar, den du erreichst, wenn du alle Gefühle, alle Hochs und alle Tiefs durchlebt hast. Du wirst ruhiger, entspannter und bist ganz automatisch in der Lage, weisere, fairere und viel weitsichtigere Entscheidungen zu treffen. Du fühlst dich irgendwie angekommen, so als hättest du nichts mehr zu befürchten, da du schon so viele Hürden genommen und überstanden hast. Wenn diese Karte zu dir kommt, ist es an der Zeit, die Diplomatie walten zu lassen und dich nicht mehr nach dem nächsten Gefühlskick zu verzehren. Du bist dazu aufgerufen, die Dinge in deinem Leben und im Leben anderer aus der Vogelperspektive zu beobachten, um ein möglichst objektives Bild zu bekommen. Erst wenn du in der Lage bist, nicht mehr nur deinen eigenen kleinen Standpunkt zu sehen, kannst du mit Mitgefühl und Güte handeln. Wir unterschätzen oft, dass es gerade in sehr konsum- und leistungsorientierten Gesellschaften AnführerInnen, finde ich sehr gut, dass die Autorin da gendert, by the way, braucht, die ruhig, empathisch und intuitiv führen. Vielleicht führt auch dein Weg zu mehr Selbstvertrauen und Selbstachtung über die innere Weisheit, Ruhe und Objektivität des Königs. Und hier stehen dann so ein paar Fragen, zum Beispiel irgendwie, in welchen Bereichen könnte ich mehr Diplomatie und einen Blick von oben gebrauchen? Oder wie finde ich in meinem Alltag mehr Ruhe und Entspanntheit, die man sich halt stellen kann, wenn man diese Karte gezogen hat? Und dann stehen hier halt noch so nächste Schritte, die man gehen kann, wenn man diese Karte bezogen hat. Zum Beispiel, werde ruhig, Führung und Stärke sind nicht immer gleichzusetzen mit hoher Lautstärke und ständigem Mitteilungsbedürfnis. Du kannst auch vor allem in der Stille viel bewegen, ist so einer der Schritte. Und ich finde, die hat das einfach hier voll gut aufgebaut. Also ich kann dieses Set auf jeden Fall empfehlen. Ja, jetzt kann ich auch nochmal eine Karte von der großen Arcana vorlesen. Das ist hier Karte 5. Die heißt der Hierophant. Die finde ich irgendwie ganz süß. Genau, so sieht die aus, wenn man das so sehen kann. Und ja, die Bedeutung dieser Karte fasse ich jetzt auch einmal kurz zusammen. Moment. Muss ich erstmal suchen. Ach da, genau. Die drei Schlagworte von dieser Karte, also es ist genau wie gesagt Karte 5 von der großen Arcana. Die drei Schlagworte dieser Karte sind Lehre und Lernen, gesellschaftliche Strukturen und Weiterentwicklung. Genau, die Bildsprache ist, der Hierophant ist ein großer Lehrmeister, der die traditionellen Werte aller Kulturen und Gesellschaften kennt und zugleich das Wissen um das Spirituelle und Zwischenmenschliche in sich vereint. Er reicht uns hier, wie schon die Karte, genau, sagt, erreicht uns hier zwei Schlüssel, mit deren Hilfe wir das Leben verstehen können. Sie symbolisieren das Gegensätzliche, das zu dieser Welt gehört. Das Außen und das Innen, das Gute und das Böse, das Weltliche und das Spirituelle, das Leichte und das Schwere. Wir als Schüler und Schülerinnen des Lebens wissen nie genau, welchen Schlüssel wir gerade wirklich brauchen und welcher in unser aktuelles Schloss passt. Wir werden in dieser Karte aber mit den Eichenblättern symbolisiert, die für Stärke, Mut und Macht stehen und sind somit gewappnet für alle anstehenden Lektionen. Der Mond verbindet uns mit unserer inneren Weisheit, während die rot gefärbten Blätter ein Hinweis auf Leidenschaft, aber auch weltliche Versuchung sind. Genau, das wird erstmal genau wieder die Bildbeschreibung. Und die Interpretation ist jetzt irgendwie, wenn du diese Karte gezogen hast, ist die Zeit günstig für deine persönliche Weiterentwicklung. Offensichtlich gibt es für dich etwas zu lernen, tiefer zu verstehen oder weiterzuentwickeln. Und genau darauf darfst du nun deinen Fokus lenken.
Die kommende Zeit könnte für dich im Zeichen der Erkenntnisse stehen. Bist du bereit, dir selbst und anderen auf eine völlig neue Art und Weise zu begegnen? Es gibt Momente im Leben, da geht es darum, den Input ganz klein zu halten, um zur eigenen Weisheit zurückzufinden. Jetzt aber könnte es für dich wichtig sein, diese innere Weisheit mit den Lehren der Welt, mit vorherrschenden Regeln und Ansichten zu verbinden. Ja, das ist wieder auch, ich finde, die sind, oder manche Leute beschweren sich ja bei Tarotkarten auch immer darüber, dass sie so allgemein gehalten sind. Aber ich finde es eigentlich immer so ganz gut, wenn man irgendwie dann so für sich da so rausnehmen kann, okay, welchen Bereich in meinem Leben spricht das jetzt gerade an? Ja, genau, das wollte ich nochmal kurz dazu sagen, ist mir gerade so eingefallen. Und bei Fragen sind zum Beispiel, ist es an der Zeit, oder von was auf der Welt verschließe ich eventuell gerade meine Augen? Ist es vielleicht an der Zeit, sie mal kurz zu öffnen, meine eigene Perspektive zu erweitern? Oder ist es Zeit, die Position vielleicht einmal zu verändern? Also zu sagen, hier geht es wieder um die Position von Lehrerinnen und SchülerInnen. Genau, und nächste Schritte wären zum Beispiel, hinterfrage Selbstverständlichkeiten oder verbinde Altes und Neues. Wie kann das, was du früher gelernt hast, von dem profitieren, was du noch nicht kennst und umgekehrt? Nun ist es eine gute Zeit, Traditionen und moderne, altes und neues Wissen und Regeln mit Rebellion zu verbinden. Genau, das war jetzt noch ein Beispiel für die Karten. Ja, und damit bin ich jetzt fertig mit diesem Video. Und ich hoffe, dass die ein oder andere Person weitergebracht hat oder dass ihr euch jetzt vielleicht, wenn ihr euch Tarotkarten kaufen wollt oder gerade Tarotkarten gekauft habt, vielleicht so ein bisschen irgendwie inspiriert hat oder weitergeholfen hat. Und ja, genau. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.